Jesse Butler. Butler. Nicht Butler. Butler. Jesse Butler. Nicht Butler. Butler. Nicht Butler. Butler. Hast du mich verstanden, Lukas? Nicht Butler, sondern. Ich versuche, ich trinke gerade drüber nach, was Klugscheiße auf Englisch heißt. ich wusste es mal. Clever erst oder ich. Ah, ich hab's vergessen. Eigentlich wusste ich's. Ja, wenn du was falsch sagst, du Englisch-Sprachgenie. Ja, jetzt alles dann, gut. Dann will ich dich auch mal zurechtweisen. Das hat dir jetzt gefallen, ne? Ja. Butler, ja, ist gut. Butler. Kommt drauf an, in welcher Gegend du wohnst. Butle. Ja, aber du bist ja nicht Butler. In Irland. Butle. Scottish. Scottish. Scottish Butle. Butle. Hello, my friend, I'm Butle. I'm Butle. I'm Butle. Butler. Eine Butle. Jesse. Butler. Butler. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzlich Geld und Ippe. Strategie. Sila lebend zurückbringen. Strategie. Okay, und wie macht man das jetzt am. Ach so, muss man ja. So macht man ja Todessprünge neuerdings. Neuerdings. Das ist unsere Kutsche. Ja. Yep. Das heißt, du könntest entweder die anderen alle töten? Nee, geht nicht. Nee, will ich nicht. Wegen dem Poly. Polyisten? Nee, weil es auch eine Möglichkeit was, gibt. Was ist nach rechts? Was ist die Wache nach rechts? Okay, wie kommst du an der vorbei? Nach links laufen. Hab ich ein Messer? Ja, ich hab ein Messer. Die hat hier nichts zu suchen! Verschwinde! Das war vielleicht nicht so klug. Gefangen nehmen. Hallo. Okay, das war nicht so, wie ich es erwartet habe, dass es läuft. Glaube ich nicht. Ja, der eine Typ bleibt einfach stehen. Nein, nicht gut. Warum? Polizist? Ich kann ihn nicht gefangen nehmen. Ja. Das nervt mich. Ich muss den erstmal töten. Es tut mir so leid. Tja, Polizist, selber schuld. Misch dich nicht in solche Sachen ein. Ja. Hättest du ein Auge zugedrückt, dann. Wohl ganz ehrlich. Noch deine Kehle. Aber bei sowas denk. So. Bei sowas denke ich mir halt einfach immer so, boah, als Polizisten sind eigentlich dafür da, den normalen Menschen zu schützen und dann bringt man sie im Spiel um. Also ein bisschen. Was soll das? Ja. Was mich jetzt aber echt überrascht, ich bringe ihn Leben zurück. Das habe ich selten geschafft. Let's go! Let's go! Let's go! Wait a second. Sorry, ich muss Rückwärtsgang einsetzen, ganz kurz. Piep, piep, piep. Ups. Habe ich jemanden umgefahren? Glaube. Nee, bei manchen kommt einfach eine gegnerische Kutze. Siehst du? Und dann macht man den hier. Ups. Hallo? Rammt den Gegner ein paar Mal. Und dann ist er schon weg. Und dann kommt die nächste Kutsche. Oh Gott, das ist eng hier. Ich glaube, da schießt irgendjemand auf dein Pferd. Oh, die Polizisten. Okay. Oh, ich muss natürlich erstmal. What the fuck? Hast du es gesehen? Ein bisschen. Kannst du ihn erschießen? Ja, aber mein Kollege kann das auch. Also, da kannst du noch viel besser. Ja. Siehst du, jetzt haben wir es schon geschafft, das war überhaupt kein Problem. Das ist nicht. Überhaupt nicht konfus oder so. Überhaupt nicht konfus. Überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Oh Mann. Ah. Und so befallen wir Stück für Stück London. Genau, in diesem Falle Lambeth. Lambeth. Ein Stadtgebiet Lambeth. Der Ursprung des Sirups. Oh ja, oh ja, oh ja, da habe ich mich schon drauf gefreut. Die Fletchers. Was denn? Ich will jetzt ein bisschen befreien, okay? Hm? Warte. Nein, du bringst jetzt nicht mein Argument gegen mich.
Ich wollte dich eigentlich gerade zitieren. So schnell wie möglich die Story. So schnell wie möglich die Story durch. Ja, genau das meinte ich. Ja, das gehört ja auch zur Story dazu. Nebenstory, ne? Oh yeah. Seide und Leder, schön. Oh yeah. Wir sind in einer Textilfabrik. Ja, und arbeiten keine Kinder. Mhm. Ja, weil wir sie befreit haben. Genau, jetzt arbeiten da zwei Erwachsene, die nicht bezahlt werden, aber hey, jetzt arbeiten keine Kinder mehr da. Fortschritt! Voll! Was heißt nochmal Fortschritt auf Englisch? Progress. Ja, dankeschön. Progress. Ich wollte gerade sagen Development, da fiel mir ein. Nein, das ist die Entwicklung. Das Positive ist Development. Das wäre so. Positive Entwicklung. Ja, naja, das gut. Hätte man nehmen können, schätze ich mal. Als Umschreibung, ja. Da hätte wahrscheinlich ein Englischlehrer nichts dagegen gehabt. Ja. Das wäre wahrscheinlich sogar das Schwierigere gewesen. A positive development. It took a positive development. The development took a positive turn. Oder so. It took a step into the right direction. Yeah. And in a step into poo. Was? A step into poo. And a step into poo. Ja. Shit happens. Blutschack. Ja, Rauchbombe und Munition. Und ja. 10 Pfund. Von einem die Rauchbombe, von anderen Munition. Und zwei Leute nur 10 Pfund, das ist schwach. Leute, aber die waren denn nicht reich? Das sind die Blighters. That are the Blighters, my friend. Those are the Blighters. Those are the Blighters, my friend. They are rich. These call themselves the Blighters. They are rich as fuck, man. Muss höllisch aufpassen. Zwei Stück sogar. Ja, ja, die Fletchers. Also klar. Josephine Fletcher. Josephine Fletcher. Ein Doppelattentat auf die Ziele. Und hier haben wir natürlich auch Francis Fletcher. Francis! Hä? Deadpool? Oh, und der ist auch Karl. Ja, das ist Francis. Okay. What the fuck? That was creepy. Gruselkinder. Das war creepy. Halloween kommt erst noch. Es ist noch nicht. Muss aber drüber hüpfen, ne? Ui, ich muss aber warten, bis die zusammenstehen. Ja, ja. Ich hab's beim letzten Mal nicht geschafft, wie ich das probiert habe. Nein, du siehst mich nicht! Lüge! Lüg doch nicht! Hast du noch ein Wurfmesser? Natürlich nicht. Natürlich nicht! Wie kommst du auf die Idee? Oh. Oh Gott, dammit. Aber jetzt hast du es gleich. Da vor sich hinten steht noch eine Ware, glaube ich. Ihr könnt mich ja ein bisschen beobachten. Und. Nein! Are you fucking kidding me? Ja, das tut wirklich weh. Scheiße Rauchbombe. Habe ich nicht ausgerüstet gehabt. Und weg. Wieso weg? Ich muss sie alle töten. Ah, stimmt auch wieder. Oh, wenn du eh schon, ja, klar, wenn du eh schon hier drin bist im Rauch. Genau. Ganz genau, Lukas. Du hast meinen Gedankengang verstanden. Yep. Ich weiß. Ah, Kacke. Ja, fuck. Okay, wir haben keine Medizin, das ist immer schlecht. Ach was. Aber dafür kann man ein bisschen. Kein Doppel ausschalten? Nee, leider nicht. Schön. Ah, blinde noch ein bisschen. Au! Hast du es nicht gesehen? Nein! Vor allem wo? Ah, da. Hab ich nicht gesehen. Hi! Na Leben, kommst du hier! Aus dem Gebiet fliehen. Oh, ich muss aus dem Gebiet fliehen. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ich dachte, hier das wäre so extra. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Gangquartier. Ich dachte, ich müsste hier. Huch. Nitroglycerinkisten. Mhm. Beim Aufprallen oder wenn sie angezündet werden. Okay. So. Fuck, aber du hast doch. Ja, dachte ich auch, aber.
Pustekuchen. So, das Riesengebiet freigeschaltet. Yeah. Oh, das ist Sanatorium mit drin. Genau. Das heißt, da werden uns keine Blighters mehr erwarten. Das ist schon mal angenehm. Obwohl das vielleicht nicht, dass es langweilig wird, die Mission. Die wird nicht langweilig. Die wird nicht langweilig. Was hast du für Vorstellungen? Truhen, 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 Truhen. Da tun ganz viele Truhen rum. Tun. Ruhen. Ruhen, danke schön. Rumruhen. 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 Ja, schon klar. Die Truhen sind Treasure, die ruhen. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so trifft's ganz gut, ja. So, ich mach noch einmal die Tempeljagd hier und danach darfst du sogar der Ursprung des Sirups machen. Ist es die Mission, die da in dem... Nein. Oh, schade, auf die habe ich nicht. Aber das war nämlich die, auf die ich mich so gefreut habe. Ach so. Ja, schade. Ja, Arschkarte. Verkackt. Spaß. Sorry. Aber ich meine, wir wissen ja mittlerweile aus Erfahrung, dass... XP? Dass letztendlich der Leo die Missionen abschließt. Auch wenn ich sie anfange. Naja, naja. Das ist aber nicht so heimlich wie ich. Halt die Klappe. Au! Wir haben ja Stufe 2, jetzt gib mir mal ein bisschen Mühe hier. Okay. Die tun mir auch überhaupt gar nicht weh, also wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Nee. Was hat er gesagt? Mal schauen, wie warm deine Innereien sind? Ja. Der wollte... Da muss er dich doch gar nicht für... Ups, Polizei. Der muss dich gar nicht für ausschneiden, ja. Ja, da gibt's so ganz schöne rektale Thermometer. Ich musste gerade an Madagaskar denken, an das Geburtstagsgeschenk für das Zebra. Wo der Melman, die Giraffe, dem Zebra sein erstes Rektalthermometer schenkt. Okay, geil. Das Zebra nimmt es halt in den Mund, so, oh, voll cool. Ja, und so, ja. Das ist mein erstes rektales Thermometer gewesen. Oh, jo, das haben wir total vergessen gehabt. Ah, so gehen wir in den Laden rein, oder? Weißt du, so einen Scheiß merke ich mir dann. Ja, ja. Alles auffüllen. Alles für 800, ui, das ist aber teuer. Wir haben aber auch 8000. Wir haben dafür auch 2 Medizin bekommen und 5 Wurfmesser. Ui. Wir müssen mal unsere Messerkapazität auffüllen. Wollte ich gerade machen. Alter. Wir sind so gut. Upgrades. Oh, wow. Ist das eins weiter unten oder eins weiter rechts? Upgrade Wurfmesser. Stellen Sie dieses Upgrade her, um den durch Wurfmesser erfahren. Ach, schade, das ist Schaden, okay. Patronengurt, mittlerer Messerbeutel. Jo, Mama. Wir haben 100 Leder. Was für so einen kleinen Gurt? Für so einen kleinen Gurt brauchen wir 100 Leder. Da weißt du nicht, wie groß die Lederfetzen sind. Das stimmt auch wieder. Die. Ja. Ich wollte gerade sagen, mit der Zielflasche her mit. Gluck, gluck. Du hast sogar mit so einem Rabensymbol drauf. Oh, stimmt, es fällt mir gerade erst auf, wir sind von Adlern zu Raben gewechselt, ne? Obwohl Adler spielen immer noch eine Rolle. Also, sie sind immer noch offen ausgesprungen. Adler sind immer noch, ja. Aber Rooks heißt halt jetzt die sozusagen schwarze Adler, ne? Hast aber wo findest du Adler in England? In London. Das ist halt das Schwierige. Ich könnte sogar die große Medizinflasche schon machen und das werde ich auch. Ich glaube, es ist eiskalt. Sehr vernünftig. Ah. Voll, dass die Medizinflasche einfach. Ein Flachmann ist das so. Ach so, meinst du, ja. Wirksamkeit der Medizin. Oh, das wäre auch eine Idee gewesen. Aber da braucht man noch ein bisschen Leder. 18 Leder fehlt uns noch. Ach so, eine Büste also. Du brauchst noch ein bisschen Leder. Mhm. Ohne Leder nichts los. So, schauen wir mal, was können wir denn hier machen? Schwarzmarktbeziehungen. Dadurch werden die Medizin billiger. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Das kostet jetzt zwar erstmal relativ viel. Kleine Mooks. Ja, ich schau noch, was wir noch alles anderes haben. Das hätte ich halt unglaublich gerne. Ja, das würde uns das Spiel so ein bisschen vereinfachen. Ja, mein Handy vibriert. Bin ich froh, dass es nicht meins ist? Wieso? Das ist ja ich schuld. Ja, und? Mir geht's ums Prinzip. Nur ums Prinzip, gar nicht so sehr um die Folgen. Ich meine, hat ja letztlich keine Folgen. Folgen. Ja, ist ja gut, wer will denn? Hier kriegst du. Danke. Meine Güte. Danke, Handy.